So. Aber ich muss persönlich sagen, das Spiel macht wesentlich mehr Spaß als das erste Darksiders Game. Weil es auch irgendwie mehr... Weil man hier auch irgendwie mehr schauen muss, wie kämpft man, Kampftaktiken, Skillen, Erfahrungspunkte sammeln. Das gab es ja bei dem anderen Spiel einfach nicht. Da hast halt einfach deine Moves gekauft und dann ging, kamst du weiter. Sicher, dass Wulgrim den Schlüssel hat. Und er wird sich nicht so leicht von ihm trennen. Wie kommst du denn da drauf? Okay, also hier unten können wir noch nicht so viel machen. Bin ich also vollkommen umsonst hier runtergelatscht. Das heißt, wir gehen wieder nach oben. Tralalalala. Okay, gehen wir mal hier durch. Nachdem er fertig geladen hat. Nein! Boah, Gott sei Dank hat er sich da... Ach, jetzt muss ich wieder wechseln. Ach nee, das war ja woanders. Das hier... Boah, leckt mich am Arsch, ey. Na. Ach, verstehe. Puh. Wahrscheinlich alles nur für eine Truhe, oder? Wahrscheinlich. Jawohl. Ach, ein Skelettschlüssel. Gut, wahrscheinlich ist es ganz praktisch, dass wir alles systematisch von unten nach oben abgehen. So, ich darf jetzt wieder hier nach unten. Und wieder nach drüben. Boah, ich habe ja mal Angst, dass er sich da dermaßen auf die Schnude legt. So. Boah, Alter, und hier ist es warm, ey. Das glaubst du nicht. Ich weiß nicht, warum. So, hier haben wir auch noch ein Türchen. Aha, aha, aha. Ich gehe nochmal kurz raus und dann war, glaube ich, eins weiter oben war noch eine Tür, wenn mich nicht alles täuscht. Da gucke ich jetzt erst nochmal. Ach nee, okay. Gut, dann war das die erste Tür von oben. Und was ich vermute, ist ja, dass bei der Quest hier der abgesetzte König, da sind wir ja mal hingelaufen und haben geguckt, wo das ist, jetzt hier in den Schmiedelanden und haben es ja nicht gefunden. Und jetzt habe ich die Vermutung, dass es hier angezeigt wird, wo er sich befindet. Drum schaue ich da jetzt einfach mal nach. Finde und töte den abgesetzten König. So, machen wir mal Weltkarte. Seht ihr, genau hier befindet er sich. Und das ist natürlich in der anderen Welt, war das genau an der gleichen Stelle, bloß konnte man ihn da nicht finden. Und drum dürfen wir jetzt hier drinnen den abgesetzten König finden und töten. Wird auf jeden Fall sehr interessant werden. Na, klasse. Alter, wie soll ich denn da hinkommen? Igitt, was ist das denn? Käfer.
Was steht da? Ach, ein Skarabäus. Mei, ist das knuffig. Aber hoffentlich gibt es von diesen Viechern keine Nester. So, das waren schon alle. Okay. Hier komme ich bestimmt nicht mehr hoch. Drum hüpfe ich hier auch einfach mal runter. Ach doch, da, hier komme ich. Ach, da komme ich wieder hoch, okay. Relikt von Etugod wiedergefunden. Ach, ein Skelett, hallo. So. So, sollen die Dune sich mal hier um die Skarabäen kümmern. Alter, diese Skarabäen, ne? Ach so, jetzt sind sie tot. Natürlich genau dann, wenn ich Ernte ansetzen will, sterben die. So. Hier haben wir wieder eine hübsche Truhe. Mit ein bisschen Gold. Und einen Zaubertalisman. Den ich natürlich gleich einsetzen werde, weil Magie ist immer gut. Im Moment habe ich welchen angelegt? Den Gelehrten-Talisman. Magie 9. Gelehrten-Talisman. Magie 11. Aber Verteidigung geht da natürlich runter. Der hier, Spezialfähigkeit grimmig. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Habe ich das Wort schon mal ausprobiert? Ja, ich habe keine Ahnung, was Spezialfähigkeit grimmig macht. Ist das vielleicht hier irgendwo? Nee. Dann mache ich einfach mal... Ich nehme einfach mal den... Obwohl der Gelehrten-Talisman besser ist. Ach! Ich Idiot. Ich bleib beim Gelehrten-Talisman, die anderen kann ich opfern. 6 tote Buchseiten haben wir. Fehlen noch ein paar. Hier geht's nicht weiter, das heißt, wir müssen hier durch. Natürlich. Da war doch eben was. Ich seh's doch. So, die Tür kann ich da schon öffnen, aber ich gehe, glaube ich, erstmal in diese Richtung hier. Um mal zu schauen, was denn hier so ist. Alter! Greift er mich einfach an, der Penner. Okay, ich gucke einfach mal kurz, ob hier unten... Natürlich. Ah ja, da unten kann ich also nichts machen. Das heißt, ich muss wahrscheinlich so... Ach! Habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen. Ja, und... Wie jetzt? Ich schaff das doch unmöglich von hier darüber.
Ach so. Okay. Ich sag ja schon nichts mehr. Zauberhandschuhe, sehr schön. Einmal wieder hier zurück. Okay, hier war also nur die Truhe. Kann ich eigentlich hier dran klettern? Nee. Ich hab gedacht, das wäre wie bei den Dämonen gewachsen, aber habe ich mich wohl getäuscht? Und mich würde es nicht wundern, wenn das hier der abgesetzte König ist, den man hier so sieht. Aber ich kann irgendwie das nicht angreifen. Heißt, ich gehe erstmal hier durch. Und dann schauen wir mal weiter, ne? Okay. Nein! Scheiße! Ich wollte noch gar nicht nach unten. Fahren wir wieder hoch. Ich wollte mich ja erst oben noch ein bisschen umgucken. Ja, ja, la, 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 la. Die Fahrstuhlmusik fehlt mir hier so ein bisschen. Hier gehen. Hier wollte ich lang. Ach, schau an, jetzt bin ich hier, okay. Eine kleine Abkürzung. Und jetzt können wir von mir aus nach unten. Da war gerade eben ein Grafikfehler gewesen. Und jetzt können wir hier lang. Dann machen wir dann einmal hier kurzen Prozess. Eisenstiefel, Alter, ich sammle schon wieder so viel Rotz ein. So, jetzt sterb halt hier. Der ist ja dämlich, läuft die ganze Zeit gegen die Wand. Okay. So, der Teleportschlag bringt, glaube ich, mehr bei diesen Eisleuten als bei den anderen. Da habe ich so ziemlich jetzt gerade sehr viel Damage mitgemacht. Also Schaden. Auf Deutsch. Ich glaube, da hinten ist der nächste Bossgegner. Naja, Heiltränke habe ich ja genug. Alter, was ist denn jetzt hier? So. Alter Schwede. Ah, Handschuhe. Nicht genug Zeit. Alter, greift er mich einfach an? Geht's noch?